Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ich weiß, es ist lange her und ich muss auch sagen, ich war ein bisschen unmotiviert im Moment, Videos zu drehen. Was ja nicht so tragisch ist, denn ich muss davon nicht leben. Aber ich möchte euch natürlich auch immer, weil ich weiß, ihr guckt immer gerne zu, immer so meine neuesten Updates geben, beziehungsweise schulde euch noch ein Video. Und zwar ist es das Weight Watchers Video, was jetzt kommt. Ich habe euch bei Instagram gefragt, auch da heiße ich Tasty Tasty, falls ihr mich noch nicht kennen solltet. Schaut da auf jeden Fall rein. Ich verlinke es euch auch in der Infobox. Wieso meine erste Zeit bei Weight Watchers war. Beziehungsweise wollte ich eigentlich ein erste Woche Weight Watchers Video drehen. Dazu bin ich nicht gekommen, denn ich bin jetzt schon 2,5 Wochen bei Weight Watchers. So läuft es manchmal, ne? Ich wollte euch ein paar Tipps geben und so weiter und so fort. Ich würde sagen, wir starten einfach, damit das Ganze nicht ganz so ewig geht. Ob ich was abgenommen habe oder nicht, werdet ihr natürlich auch erfahren. Ich glaube, man erkennt es schon, was ich abgenommen habe. Ich blende euch zwischendurch so ein bisschen was ein, um einfach so ein Verständnis dafür zu bekommen, würde ich sagen. Und dann würde ich sagen, starten wir. Also, wie fing das an? Ich habe mit 13 oder 14 schon mal Weight Watchers gemacht. Und damals war es super kompliziert. Und das hat mich all die Jahre abgeschreckt, Weight Watchers nochmal zu probieren. Denn damals musstest du noch irgendwie deine kompletten Eingaben immer machen zu den Lebensmitteln, musstest dann mit so einem Taschenrechner, so einem Kalkulator war das, wer kennt es noch, schreibt es mal in die Kommentare, alles umrechnen einzeln, du musstest gucken, was halt wirklich, also es war aufwendig einfach, es war echt eine aufwendige Nummer und das hat mich abgeschreckt. Das hat sich natürlich sehr vereinfacht jetzt mit diesen Smart Points und allem drum und dran. Ja, also wie kam ich dazu? Eigentlich war es so meine letzte Chance, habe ich gesagt. Ich wollte jetzt unbedingt abnehmen. Ich habe so viele Diäten, sei es Glücksdiät, sei es Low Carb, sei es Atkins, also auch sehr, sehr schädliche Diäten, Sport. Ich habe alles versucht und ich habe nichts durchhalten können. Ja, und dann habe ich einfach mal gedacht, komm, gibst du dem Ganzen nochmal eine Chance und gehst zu Weight Watchers. Habe natürlich mir direkt eine Freundin geschnappt, die mitgeht, damit ich einfach ein bisschen motivierter bin, weil ich bin nicht so ein Alleine-Mensch, ich muss immer jemanden haben, der irgendwas mit mir macht, sei es zum Sport gehen oder sonstiges. Und dann habe ich die liebe Lauri mitgenommen. Wir sind jetzt seit 2,5 Wochen bei Weight Watchers und haben uns dann da wirklich erstmal so einen Probetermin, ihr könnt da einfach anrufen, ihr könnt, glaube ich, sogar so da vorbeigehen. Ich habe da angerufen, gefragt, ob wir uns das einfach mal angucken können, weil ja viele immer sagen, oh, das ist voll die Sekte und was weiß ich. Und dann haben wir gesagt, ja komm, wir gucken mal, ob das was für uns ist einfach. Nur ich brauche dieses Wiegen, Leute. Ich mache das zu Hause, würde ich das nie durchhalten sonst. Ich bin halt irgendwie, mein Trainer damals hat immer gesagt, ich bin zu schlau irgendwie, weil ich betrüge mich selber. Ich bin so schlau, dass ich mich selber betrüge. Ich weiß gar nicht warum, aber es ist halt einfach schwierig bei mir. Ja, und dann sind wir da hingegangen, haben uns das Ganze angehört. War auch echt ganz süß so. Also, ne? Und man wurde natürlich auch direkt gewogen. Wobei, gar nicht wahr, wurden wir gar nicht. Das stimmt gar nicht. Wir haben uns das erst angehört, wir haben dieses Treffen mitgemacht. Das ist halt so ein bisschen motivationsmäßig. Ich erinnere mich sehr an Thermomix, so an diese Gruppentreffen und so, dass man so ein bisschen motiviert wird. Das ist jetzt nicht so das, warum ich dahin gehe. Was ich aber finde, man kriegt halt von den anderen Teilnehmern, die da sind, super Tipps. Zum Beispiel auch manche Sachen, die ich jetzt super gerne esse einfach. Die mir da so als Tipp einfach mitgegeben haben. Das finde ich halt so viel wertvoller, diesen Austausch mit den Leuten. Komme ich aber gleich auch noch zu und ich gebe euch die Tipps natürlich auch gerne weiter. Ja, dann waren wir halt da, haben uns das so ein bisschen angehört und dann haben die lieben, süßen Damen uns da gefragt, ob wir denn auch anfangen möchten, wie uns das so gefallen hat. Und wir wollten halt sofort, wir waren Feuer und Flamme und wollten halt direkt loslegen. Ja, dann hatten wir halt Glück, dass wir so ein 3-Monats-Angebot hatten. Das heißt, ihr macht ja Weight Watcher, mittlerweile gibt es eine App dafür. Ich blende euch das mal hier so ein bisschen ein nebenbei, wenn das klappen sollte. Wenn nicht, dann seht ihr es halt nicht. Wie das so läuft. Und diese App ist einfach Gold wert, wirklich. Also, ich habe erst gedacht, boah, ist die teuer einfach. Ist die teuer. Ey, ohne Scheiß, man meckert bei Thermomix schon bei 36 Euro im Jahr. Diese App kostet euch im Angebot schon 200 Euro im Jahr. Das heißt, die kostet 20 Euro im Monat. Und wenn ihr halt wirklich 24 Monate macht, dann kostet die dann nur diese 200 Euro. Aber tatsächlich sage ich heute, sie ist es wert einfach. Und zwar ist es so, dass wir so ein super Angebot hatten. Normalerweise kostet es so um die 45 Euro diese Treffen inklusive der App. Und wir hatten so ein Angebot für 3 Monate, dass wir nur 26 Euro Piependeckel bezahlen für die App plus die Treffen. Und das fand ich halt echt gut und das hat uns auch so gelockt. Wir haben es auch direkt, also beziehungsweise ich habe es direkt danach auch wieder
gekündigt. Das haben die uns auch geraten dabei bei dem Treffen. Denn es kommen wohl immer wieder neue Angebote. Also lasst euch da beraten. Ihr könnt übrigens meinen, ich versuche euch den hier in die Infobox zu verlinken, diesen Code, den ich habe. Geht mal auf den Link, dann kriegt ihr sogar einen Monat geschenkt. Bei Weight Watchers müsst ihr euch dann da irgendwie einlesen. Dann könnt ihr das erstmal ausprobieren. Fand ich mega. So zum Ausprobieren ist einfach das Wichtigste, würde ich sagen. Die App könnt ihr aber zum Beispiel auch mit mehreren Personen benutzen. Komme ich aber gleich noch zu. Ich bin jetzt erstmal bei dem Treffen. Dann wurden wir gewogen. Und das finde ich super. Das schreckt nämlich sehr viele ab. Habe ich nämlich jetzt noch von einer Freundin wieder gehört. Man wird nicht vor allen Leuten gewogen, so wie es früher war, sondern ihr habt wirklich so eine Wiegefläche. Hinter dem Tresen ist dann wirklich erst das, und das sehen wirklich nur die, also diese Coaches nennen die sich, glaube ich. Das sind immer so ein, zwei Frauen, die das machen halt, die selber mit Weight Watchers abgenommen haben. Das gibt, glaube ich, vielen eine ganz große Sicherheit. Mir persönlich ist es gar nicht so wichtig, aber ich weiß, dass es vielen wichtig ist, dass niemand das Gewicht erfährt, und die würden das Gewicht auch niemals laut raussagen, wenn da irgendjemand bei ist. Und dürfen das auch, glaube ich, gar nicht. Sondern die schreiben das einfach ganz anonym und diskret in euren Pass. Ihr bekommt so einen Wiegepass und da kommt dann jede Woche halt wieder euer Gewicht rein. Also wirklich, macht euch da keine Sorgen bei sowas. Dann zu der App. Also erstmal so nochmal zu dem Shop. Das finde ich halt auch ganz witzig. Wo ihr da drin seid, das ist halt wie so ein Weight Watchers Shop noch, wo diese Treffen stattfinden. Ist persönlich für mich jetzt nichts, aber ich weiß, dass viele auf sowas stehen. Ich esse ja kaum Fertigsachen, also fertig produzierte Lebensmittel. Ich versuche alles selber zu kochen. Ist ein bisschen aufwendiger, aber ist für mich einfach, ich habe ein besseres Gefühl dabei, aber es gibt ganz viel Fertigsachen da. Diese Fertigmenüs glaube ich nicht, weil die ja gekühlt werden müssen. Die bekommt ihr aber mittlerweile bei Real und überall, selbst bei Aldi hatten die letztens. Aber ihr bekommt diese Riegel, die stellen ja, was weiß ich, tausend verschiedene Sachen her. Die stellen selber Brot her, die stellen selber Chips her, irgendwelche Soßen von Sauce Hollandaise über irgendwelche chinesischen Sachen und so weiter. Das könnt ihr da alles kaufen. Für mich persönlich, meine Meinung, finde ich es ein bisschen teuer. Ich weiß halt auch nicht, was für Inhaltsstoffe verwendet werden, und ist nicht so meine Sache. Ich koche halt alles selber im Thermomix. Dann die App, also da kommen wir jetzt einmal kurz zu. Und zwar habt ihr so eine mega coole Funktion, wie gesagt, ich blende euch ein, ich versuche es irgendwie. Ihr kriegt in dieser App automatisch ausgerechnet, sobald die euer Gewicht und alles eingegeben haben, diese Coaches, werden euch automatisch diese Punktzahlen ausgerechnet. Bei mir waren es 27 am Anfang. Dann bekommt ihr wirklich da so einen Kreis angezeigt, das ist total witzig, und dann tragt ihr jeden Tag einfach ein, was ihr gegessen habt. Zum Beispiel ist bei mir immer, ich esse fast jeden Morgen eine Scheibe Brot für 3 Punkte plus Putenbrust, die hat 0 Punkte, und 2 Esslöffel Rührei, die haben 1 Punkt. Das ist eigentlich immer so mein Frühstück, da fahre ich echt gut mit, das esse ich gerne und das macht mich lange satt. Und das rechnet die App dann automatisch runter, sobald ihr das eingegeben habt. Was aber mega cool ist, ihr habt diese Scan-Funktion. Diese Scan-Funktion haltet ihr an jedes verarbeitete Lebensmittel, was ihr irgendwo in irgendeinem Supermarkt findet, an den Strichcode, und der sagt euch direkt die Punkte. Das ist so, das macht so Spaß, Leute, beim Einkaufen. Ich war gerade noch mit meiner Mama, war ich einkaufen, und wir haben erstmal alles gescannt, wie viel hat das entfernt. Du kriegst so einen Schreck, also das ist echt krass. Meine Mama isst immer so eine Spinatpizza von Dr. Oetker total gerne, und diese Pizza hat einfach mal 27 Punkte, und das ist einfach das, was ich einen ganzen Tag essen dürfte. Das finde ich schon krass, und man kriegt so ein Bewusstsein für diese Lebensmittel, und man isst selber, ich betrüge mich echt selber oft, also jetzt bei Weight Watchers aber einfach nicht. Ich bin die ganze Zeit so, boah, tust du deinem Körper das jetzt echt an, so ein Mini-Schokohase für 16 Punkte oder so? Du isst bewusster, und es ist so ein Weg in ein gesünderes, beziehungsweise in ein, es ist eher eine Ernährungsumstellung statt einer Diät, wisst ihr, was ich meine? Das fiel mir halt immer schwer. Ich habe immer so radikal Diäten gemacht, wie ich ja gerade schon gesagt habe. Low Carb, Atkins oder sonst was. Ne? Und das ist was, ich habe noch nie so lange, ich habe schon so lange durchgehalten, aber in den letzten Jahren habe ich nicht mehr so lange durchgehalten etwas, weil das etwas ist, was ich mir vorstellen kann, was ich mein ganzes Leben mache. Und das habe ich bei keiner anderen Diät gehabt. Denn ich mache das jetzt so. Also normalerweise habt ihr eure Punkte, euer Budget. Sorry. Und habe dann nochmal ein Wochenbudget. Ich glaube, dieses Video wird echt lange. Das heißt, ihr habt zum Beispiel, nochmal um die 40 Wochenpunkte. Die könnt ihr entweder am selben Tag verballern oder könnt euch die aufsparen fürs Wochenende, wenn ihr was vorhabt. Und ihr könnt aber auch nochmal 4 von euren Tagespunkten, könnt ihr auch nochmal auf die Wochenpunkte euch aufsparen. Ich lasse diese Wochenpunkte weg. Wie gesagt, das ist jetzt keine Empfehlung von mir. Das ist so, wie ich das handhabe, wie ich mir denke, dass ich das mein Leben lang durchziehen kann.
Diese Wochenpunkte benutze ich gar nicht, überhaupt nicht. Auch nicht, wenn ich irgendwie jetzt mal einen Tag jetzt weniger gegessen habe oder sowas. Ich lasse die einfach verfallen und mache dann wirklich 2 Tage in der Woche, wo ich esse, was ich möchte. Und selbst da, wo ich mir sonst echt die Sachen dann reingehauen habe bei so Cheat Days, ist man einfach bewusster. Das ist total krass. Und ich nehme trotzdem ab. Also ich hatte am Anfang echt Angst, aber ich habe bis jetzt in diesen 2 Wochen, weil jetzt 2-mal zum Wiegen, habe ich 3,3 Kilo abgenommen. Und das ohne, dass ich irgendwas vermisse. Also ich kann wirklich alles essen, das ist das Schöne halt. Ne? Ich kann vom Schokopudding, ich kann aber auch irgendwas anderes essen. Dann mache ich halt mal den ganzen Tag ein paar Zero-Point-Foods. Das sind zum Beispiel diese Zero-Points, haben 0 Punkte. Das ist fast alles an Obst und Gemüse, was ihr essen könnt. Aber zum Beispiel auch Putenbrustaufschnitt. Ihr könnt Hähnchen für 0 Punkte essen. Ihr könnt sogar Lachs, also Lachsaufschnitt könnt ihr für 0 Punkte essen. Weil die halt sagen, das ist was man eigentlich seinem Körper zu selten gibt. Das ist was Gesundes, das braucht der Körper. Und deswegen zählt es als Zero-Points-Lebensmittel. Das ist halt total cool. Was auch anders ist wieder als früher, zum Beispiel, früher konnte man sich die Fit-Points anrechnen. Da konnte man irgendwie Sport machen, dann konnte man die auch noch veressen. Ne? Da wird jetzt nicht mehr so drauf Wert gelegt. Also man kann es machen, man kann, glaube ich, bis zu einem Drittel der Punkte kann man auch veressen. Es wird aber nicht empfohlen, ich mache es nicht und ich fahre super damit. Also früher hat man sich auch oft selber betrunken. Man kann einfach nicht einschätzen, für wen ist jetzt Joggen super anstrengend für 5 Punkte oder für wen sind es vielleicht nur 2 Punkte so anstrengend. Und deswegen finde ich das gut, dass sie das auch rauslassen. Man kann sich bewegen, wenn man möchte, aber man muss nicht. Also ne, ich bin jetzt auch nicht so ein Sportfan. Ich reite ein bisschen, ne, und das war es halt auch einfach. Und deswegen ist das für mich echt eine coole Sache so. Und ja, so ist halt die App aufgebaut. Was mega cool ist, diese App erinnert mich sehr an Facebook. Also ihr könnt auch selber posten, ihr könnt Rezepte teilen. Das machen die anderen Mitglieder genauso. Und ihr habt immer auf dieser Seite, wo ihr eure Punkte habt, könnt ihr runterscrollen und dann habt ihr echt diese ganzen, ich sag mal, die aktuellsten beziehungsweise die angesagtesten Posts von dem Tag. Das sind meist natürlich die, die schon extrem viel Gewicht verloren haben und halt echte Menschen. Nicht wie früher diese Werbegesichter, wisst ihr, sondern wirklich echte Menschen, die damit wahnsinnig viel abgenommen haben, wahnsinnig gut sich fühlen. Nicht wie welche, die irgendwie sich, keine Ahnung, ein Magenband haben machen lassen oder echt so ein Fresse ziehen, weil sie irgendwie keine Kohlenhydrate mehr essen können. Sorry, Leute. Aber es ist halt wirklich oft beobachtet. Das ging mir genauso. Und man hat trotzdem Spaß dabei, ist das Schöne. Ne? Also ich bin mega begeistert, wie ihr merkt. Ich kriege kein Geld dafür, ich bin nicht gesponsert, ich muss es selber bezahlen. Und ich bin trotzdem mega begeistert davon. Also das ist echt schon der Hammer. Sehr ausgedachtes Konzept, auch mit dieser App in der Verbindung. Ich sag mal, die Treffen braucht man nicht unbedingt. Ich finde es jetzt schön so für den Anfang einfach. Und es hat mich jetzt auch nicht mehr viel mehr gekostet. Das waren jetzt 6 Euro mehr halt, die es mich gekostet hat. Und deswegen habe ich gedacht, macht man das für den Anfang vielleicht auch schon mal. Man kriegt natürlich auch so kleine Motivationsschlüsselanhängerchen und so. Wie gesagt, das kann ich mir jetzt schenken. Manche finden das toll. Manche finden es auch, glaube ich, ganz toll, die da sind, da von ihrem Tag zu erzählen, wie es so läuft und sowas. Und für viele ist das auch echt wichtig. Für mich ist das Wiegen wichtig, dass ich da kontrolliert werde. Und ja, halt wirklich so diese Tipps einfach von den anderen. Zum Beispiel habe ich da einen ganz tollen Tipp bekommen, was ich gerne esse. Wie gesagt, so essen esse ich eigentlich nichts Verarbeitetes, außer Süßigkeiten natürlich. Ne? Und da wollte ich auch nicht drauf verzichten. Und ich esse zum Beispiel super gerne so, ja, so Riegel, seien es Mars, Cornis oder sonst irgendwie was. Und dann habe ich da zum Beispiel wieder rausgehört von einer, dass man diese Corny-Free-Riegel essen sollte. Und da hat ein ganzer Riegel von diesen Corny-Frees hat nur 2 Punkte. Das ist mega wenig, wenn ihr sonst mal guckt, was andere Sachen für Punkte haben. Oder auch diese High-Protein-Joghurts von Ermann gibt es die von, was ist das denn noch? Diese großen schwarzen Becher. Ich habe gerade noch einen gegessen, ich blende es euch ein. Ich glaube, die sind von Ermann. 4 Punkte, so ein ganzer großer Pott Schokopudding, Vanillepudding, sowas liebe ich halt. Sonst sind die wirklich sehr punktelastig. Und da hat so ein Becher dann auch wieder nur 4 Punkte. Und das finde ich halt mega cool, ne? Ihr merkt schon, ich schneide gar nicht bei dem Video, weil ich muss jetzt auch nicht überlegen. Ich erzähle euch einfach jetzt so frei Schnauze raus, ne, was mir so dazu einfällt. Ja, und damit habe ich halt wirklich, und ich habe den Ostern echt geschlemmt. Wir waren essen, wir haben echt so viel gemacht. Ich habe wirklich diese 3,3 Kilo damit abnehmen können. Und das zeigt mir, dass es echt gut funktioniert. Und ich habe auch nicht so das Gefühl, sonst muss ich immer boah, mindestens 2 Kilo die Woche oder was weiß ich. Muss ich gar nicht haben. Wenn ich merke, es geht jede Woche einfach nur ein kleines bisschen runter, reicht mir das vollkommen, wirklich. Finde ich ganz, ganz toll.
Was konnte ich euch denn noch so dazu erzählen? Wir haben die Treffen, wir haben, was ich abgenommen habe, wir haben ein paar Tipps dazu, wir haben die App einigermaßen angeschnitten. Da könnt ihr natürlich auch, in der App könnt ihr zum Beispiel auch noch eingeben, immer was ihr habt. Zum Beispiel macht ihr, irgendwas in Gramm, macht ihr irgendwas in Esslöffeln lieber, also dass ihr das wirklich so ummesst. Und dann könnt ihr wirklich das hochscrollen und von, weiß nicht, dann steht da, ein Gramm hat jetzt 0 Punkte, dann haben 100 Gramm 5 Punkte, ich weiß es nicht. Der rechnet halt alles automatisch um, das ist so praktisch. Zum Kochen jetzt einfach nochmal, also ich mache halt wirklich alles selber. Ich koche abends immer frisch. Das fiel mir am Anfang sehr schwer, muss ich sagen, das umzurechnen. Aber wenn man es einmal raus hat, dann geht's. Und zwar mache ich das jetzt einfach so. Ich koche ja alles im Thermomix, wer mich kennt. Also wirklich alles. Ich habe halt immer eine Komponente mit viel Gemüse mit dabei, weil das hat fast alles 0 Punkte, außer jetzt Avocado oder sowas. Irgendwie Kokosnuss und so haben halt viel, die so sehr fettreich sind. Und guck dann die Rezepte mir an und schau, wie kannst du was austauschen. Weil Thermomix-Rezepte sind leider immer sehr fett- und zuckerlastig. Es sei denn, ihr macht jetzt welche aus dem Low-Carb-Buch oder sonst irgendwie was. Ne? Möchte ich aber nicht immer, weil ich koche immer das, worauf ich Hunger habe halt. Und deswegen gucke ich halt, dass ich wenig Kohlenhydrate koche. Also es geht schon in so eine Tendenz Low-Carb, aber ihr könnt halt auch essen. Dann isst man halt nur eine kleine Portion Nudeln, man isst nur eine kleine Portion Reis oder so. Wobei Reis hat gar nicht so viele Punkte. Und ich gucke, dass ich den Tag über relativ bewusst lebe und punktearm lebe und dann wirklich über den Abend mir dann richtig schön was Leckeres gönnen kann, halt, weil da freue ich mich drauf, so mit der Familie zu kochen, zu essen und so, ne? Macht dann aber auch oft so Alternativen, weil ihr könnt zum Beispiel, Sahne hat super viel Punkte, dann könnt ihr stattdessen einfach irgendwie eine 0,1er Milch nehmen, funktioniert genauso als Bindemittel oder so, wenn ihr das für eine Soße oder Suppe braucht und habt einfach fast keine Punkte mit dabei. Da sowas mache ich dann halt. Oder statt Zucker benutze ich diesen Zucker mit X. Kennt ihr vielleicht? Das ist ja Erythrit, glaube ich. Kriegt ihr bei DM. Ist relativ hochpreisig. Aber man braucht ja auch nicht viel davon, wenn man jetzt kocht. Wenn ich jetzt normal backe, irgendwie einen Kuchen, jetzt hatten wir gestern Freddys Geburtstag, dann koche ich auch ganz normal mit Zucker. Also, ne, backe ich dann mit Zucker. Aber so für meine Abendküche und sowas halt, gucke ich, dass ich so ein bisschen was ersetze. Was kann ich euch noch? Super Tipp, auch Skier zum Beispiel. Kennt ihr Skier? Das ist so ein... das ist wie eine Mischung, würde ich sagen, aus Joghurt und Quark. Das ist sehr protein- und eiweißlastig und das habt ihr für 0 Punkte. Selbst den vollfetten Skier könnt ihr für 0 Punkte essen. Während so ein kleines Töpfchen, jetzt zum Beispiel gibt es auch diese Viererpacks von Aldi, kennt glaube ich jeder, hat irgendwie 4 Punkte, so ein kleiner Joghurtbecher. Klar, steige ich dann lieber auf das um, was 0 Punkte hat, oder? Ich meine, wer ist so doof und macht das nicht? Und vor allem schmeckt der auch. Es gibt natürlich auch so Light-Produkte, die nicht schmecken. Ganz ehrlich, dann esse ich lieber weniger vom richtigen Produkt als sowas. Aber diese ganzen High-Protein-Sachen, müsst ihr mal gucken, sie sind relativ punktarm. Es gibt auch so ein, wie so ein Kakao, beziehungsweise es sieht aus wie so eine Müllermilch, aber in lang, von Ala ist die, glaube ich. Die ist auch ziemlich punktarm, im Gegensatz, wenn ihr jetzt eine echte Müllermilch trinkt. Aber schmeckt auch gut, also wirklich, muss ich echt sagen. Ja, also jetzt spontan fällt mir gar nichts mehr dazu ein, außer dass ich mega Spaß dran habe. Berichtet mir bitte in den Kommentaren oder bei Instagram, wenn ihr möchtet, könnt ihr mir auch schreiben, was ihr so für Erfolge mit Weight Watchers gefällt, ob ihr es schon mal ausprobiert habt, gefällt es euch ja auch gar nicht. Kann ja genauso sein, dass ihr sagt, boah, nee, das ist überhaupt nicht für mich. Aber es würde mich halt mega interessieren oder auch gerade eure Erfolge motivieren mich natürlich auch sehr dabei. Schreibt auch gerne, wenn ihr nochmal so ein Video sehen möchtet, vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich einen Monat rum habe oder zwei oder sowas. Und vielleicht habe ich bis dahin auch schon viele neue Tipps sammeln können. Da gibt es ja doch eine ganze Menge. Ja, und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr auch noch in meine anderen Videos hier reinschaut. Ich versuche auch wieder ein bisschen aktiver zu werden. Und sage tschüss und bis zum nächsten Video. Eure Laura.